Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supplau von PSWinfo.de. Ja, wir haben hier was ganz Besonderes, und zwar die Blackwater Edition von The Order 1886. Und an der Stelle auf jeden Fall einen lieben Dank an Mac Media Games Hannover, die uns das hier ermöglicht haben. Ihr seid echt die Besten. So, wir haben dazu auch noch bekommen zwei schöne Kämme. Da werden wir mal gucken, vielleicht verlosen wir die. Die sind auf jeden Fall ziemlich lustig. Und aber egal, wir wollen jetzt nicht über Kämme reden oder einen Kamm oder sowas. Nein, wir wollen diese schöne Box auspacken und gucken, was da drin ist. Also fangen wir mal an. Hier ist hier Plastikhülle. Wollen wir mal gucken. Oh, 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 das fühlt sich ja aber hier fast an wie Leder. Wollen wir mal gucken, ne? So, hier ist die Plastikhülle, ne? Hier sind nochmal die ganzen Sachen abgebildet drauf, was da ist. Hier in die Beschreibung. So, dann haben wir hier, oh, die wirkt ja richtig, ich muss mal kurz dran schnüffeln. Oh, die riecht ja noch richtig produktionsfrisch. Kennt ihr das, wenn Sachen noch richtig neu riechen und sowas? Ich würde sagen, das ist so ein kleiner Karton, ja, so ein Karton. Sieht sehr hochwertig aus. Mit so Noppis. Wir lieben Noppen. Nicht so Noppen, was ihr denkt, nein. Ja, und dann wollen wir diese mal aufmachen. Oh, hier. So, dann machen wir mal hier schön so. Ah, schick, schick. Oh, oh. In der Box befindet sich, wie gesagt, das schöne Spiel in der Collector's Edition. Ne, mit einem anderen Cover. Sieht sehr, sehr schön aus. So. Dann haben wir, ganz wichtig. Ja, ihr wisst ja, das ist jetzt zum Verpacken. Dann haben wir hier, schön verpackt, einen Briefumschlag. Den werden wir gleich mal aufmachen, gucken, was drin ist. Dann haben wir hier Banner. Ah, ein Wappen. Das kann man sich dran nähen. Ein Näher, so für Hoodies oder sonst irgendwas. Könnt ihr euch an eure Kleidung nähen und so. Sieht sehr gut aus. Und hier ist alles schön mit Schaumstoff. Also schick. Und natürlich das Highlight ist diese Kette hier. Mal gucken. Das ist ja die Kette aus dem Spiel mit dem... Ich will jetzt nicht so viel spoilern, was da drin ist, aber es macht dich heile auf jeden Fall. Ne? Hier ist dann so der Zaubertrank drin, kann man das auch aufmachen? Es ist auf jeden Fall Eisen, ne? Es fühlt sich sehr, sehr gut an, es fühlt sich hochwertig an, es sieht auch sehr, sehr gut aus, hier die ganzen Emblemen. Also halt wie die Kette im Spiel, man kann das hier oben, glaube ich, nicht aufmachen. Ich möchte jetzt hier nichts kaputt machen oder sowas, sieht nicht danach aus. Nee. So, die Kette nehmen wir jetzt nicht ganz raus, wir lassen es einfach erstmal so drin. Also hier, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus, muss man sagen. So, was haben wir hier, den Briefumschlag? Schon, gucken wir mal. Ich meine, ich zeige es euch jetzt einfach mal, ganz einfach. So. Ja, der ist ein bisschen wuselig drin. So. Da ist er. Ist normales Papier, ist einfach nur bedrucktes Papier, mir nicht. Und hier ist der Inhalt, schauen wir mal. Boah, das sieht aber richtig nice aus. Hier die Karten. Ne, all in, mit den Protagonisten. Sehen echt cool aus, die Karten, muss man sagen. Dann hier kleine Postkarten von London. Es sind richtige Postkarten von London. Sehr nice. Das fiktive London. Sehr empfehlenswert. Ne? Ja, könnt ihr Briefe verschicken oder einfach aufheben, würde ich mal sagen. So. So, ich bin ein wenig begeistert von dieser Box, weil für 70, 60 Euro kriegt ihr diese schon. Und da sind echt schöne Sachen drin, muss man sagen. Hier sind sogar mehrere Embleme drin. Das können wir uns mal angucken. So. Gucken wir mal. Ja. So. Sehr schick, schön an die Kleidung drauf machen. Perfekt auf jeden Fall. Okay, machen wir wieder mal zu. Also wie gesagt, die Collector's Edition ist wirklich sehr, sehr schick. Und wir haben hier auch, wie gesagt, von Macmedia diese Kämme bekommen. Wahrscheinlich werde ich die verlosen. Mal schauen. Das war ein kleines, kurzes Unboxing zu The Order 1886 Blackwater Edition. Eine schöne Edition. Mein Name ist Supplau, besucht ps4info.de. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Thank you.